Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 42, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Weltfrauentag und 100 Jahre Frauenwahlrecht. Gleichberechtigung bleibt wichtige Aufgabe, Drucksache 19/6074. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erste Rednerin hat sich Frau Kollegin Erfurt vom Bündnis 90 die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fordern die Hälfte der Welt. Das war der Ruf, mit dem die Suffragetten im vorvorletzten Jahrhundert auf die Straße gingen, um durchzusetzen, dass Frauen genauso wahlberechtigt sein können wie Männer. Vor 100 Jahren hat dann der Rat der Volksbeauftragten im November das allgemeine Wahlrecht für Frauen beschlossen. Und dann, am 19. Januar 1919, konnten Frauen auch in Deutschland das erste Mal wählen und gewählt werden. Vorausgegangen war diesem großen Ereignis ein langer und zäher Kampf mit unqualifizierten Anfeindungen und Ausgrenzungen. Und, meine Damen und Herren, aus Anlass des Weltfrauentages, den wir in der nächsten Woche am 8. März begehen werden, haben wir diesen Antrag eingebracht, um mal einen Blick nach zurückzuwerfen und auch den Blick nach vorne, wie denn sozusagen die Gleichberechtigung ihre Schatten vorauswirft oder auch zurückwirft. Ja, denn wir alle wissen es, noch längst ist der Weg der Frauen zu tatsächlicher Gleichberechtigung und gleicher Repräsentanz in allen politischen Gremien noch nicht erreicht. Junge Frauen von heute empfinden es als nichts Besonderes, wählen zu gehen, und tun es manchmal auch nicht. Für meine Großmutter allerdings war es als junge Frau noch etwas ganz Besonderes, wählen zu dürfen. 1949 ist es dann Elisabeth Selbert mit der Unterstützung von Frauenverbänden gelungen, einen wunderbar klaren und einfachen Satz im Grundgesetz zu verankern. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und trotz dieser Klarheit und dem Verfassungsauftrag wissen wir, vollständige Gleichberechtigung ist längst noch nicht erreicht. Das ist auch für uns ein Grund, in der angestrebten Änderung der Hessischen Verfassung ebenfalls diesen Satz zu verankern, um den Anspruch aufrechtzuerhalten und zu verdeutlichen, dass wir an der Vollendung der Gleichberechtigung weiterarbeiten wollen. Der Vorschlag, der jetzt vorliegt und der von den Hessinnen und Hessen dann auch in der Volksabstimmung noch bestätigt werden müsste, ist ein bisschen anders. Er heißt nicht mehr Männer und Frauen sind gleichberechtigt, sondern er soll dann heißen Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und ich hoffe sehr, dass wir ihn dann auch in der Hessischen Verfassung verankern können. Ein paar Zahlen, die klarmachen, dass vieles von dem, was heute selbstverständlich ist und selbstverständlich scheint, noch gar nicht so lange selbstverständlich ist. 100 Jahre ist das Frauenwahlrecht alt. Bis 2005 hat es gedauert, bis erstmals in der Bundesrepublik Deutschland eine Frau zur Kanzlerin gewählt wurde, also vor 13 Jahren. Eine Bundespräsidentin hatten wir allerdings noch nie, Herr Bellino. Das wäre ja auch einmal Zeit. Ja. Und dann hatten wir 1961 die erste Frau im Bundeskabinett. Sie hatte, fast hätte ich gesagt, natürlicherweise die Zuschreibung für Gesundheit, also auch so eine klassische Frauensache. Das hat man sozusagen der ersten Frau im Bundeskabinett übertragen. Heute scheint es so, dass das neue Bundeskabinett so viele Frauen bekommen wird wie noch nie zuvor. Aber ich glaube, so ganz paritätisch wird es nicht besetzt werden. Und in Hessen hatten wir bis zur 9. Wahlperiode, die ist 1982 zu Ende gegangen, immer weniger als 10%. Das muss man sich einmal vorstellen. Bis 1982 gab es immer weniger als 10% im Hessischen Landtag. Und dann kamen die GRÜNEN. Im Dezember 1982
Im Dezember 1982 zogen erstmals die GRÜNEN hier in Hessen ein mit ihren quotierten Listen. Ich glaube, du erinnerst dich, Priska, daran. Mit ihren quotierten Listen, und das da der Beginn eigentlich in allen Landesparlamenten und auch im Bundestag, dass langsam der Anteil von Frauen anstieg. Wir hatten dann in Hessen 11,82%, sozusagen 82. In der derzeitigen Legislatur liegen wir bei 33,6. Gutes Drittel, immer noch nicht die Hälfte. Die Hälfte in der Bundesrepublik sind Frauen, etwas mehr als die Hälfte. Aber wir schaffen es nicht, politische Repräsentanz in dieser gleichen Abbildung in die Parlamente zu kriegen. Interessant fand ich auch, dass wir den höchsten Anteil von Frauen in diesem hessischen Parlament in der 17. Wahlperiode hatten. Die 17. erinnern sich einige nicht so gerne daran. Das war die Wahlperiode in den berühmten hessischen Verhältnissen. Damals hatten wir immerhin über 35%. Und, meine Damen und Herren, die SPD, die sehr für die Einführung des Frauenwahlrechts gestritten hat, die die erste Partei war, die das überhaupt als Forderung im Programm hatte, das Frauenwahlrecht umzusetzen und sehr früh sich auch mit Clara Zetkin, mit vielen, vielen anderen Frauen dafür eingesetzt hat, dass das Frauenwahlrecht durchgesetzt wird, die schafft es jetzt tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal, eine Frau als Parteivorsitzende zu nominieren. Und ich glaube, das ist durchaus ein Applaus wert, dass auch die SPD das schafft. Das zeigt, ja, das zeigt ja vielleicht auch ein bisschen die Krux, die wir mit dem Anspruch haben, dass Frauen sich auch in allen politischen Führungsgremien durchsetzen sollen, dass es offenbar eine Vielzahl von Faktoren gibt, die Frauen davon abhalten, sich in Parteien, in der Politik oder auch in Spitzenämtern zu engagieren. Und das ist eine Aufgabe, die wir Parteien zu lösen haben. Die grüne Antwort darauf ist die Quote. Sie wird oft belächelt und für überflüssig gehalten. Aber ohne Quotierung scheint es auch nicht zu klappen. Ich gucke da so ein bisschen in die Richtung der FDP. Das zeigt zumindest eben die Erfahrung in den letzten Jahrzehnten. Und für uns GRÜNE ist das die Erfahrung, dass wir sehr darauf dringen müssen, dass wir auch in den politischen Gremien paritätisch besetzen müssen, dass wir sehr viel Gehirnschmalz da reinsetzen müssen, wie politische Gremien künftig besetzt werden, und dass wir nach Verfahren suchen müssen, wie wir das auch umsetzen. Wir haben in Hessen vor zwei Jahren eine HGO, ich glaube, zwei Jahre ist her, eine HGO-Änderung verabschiedet, in der wir zumindest einen Appell verankert haben, dass bei der Aufstellung von Kommunalwahllisten möglichst mehr Frauen auch auf die Listen kommen. Im Rundfunkrat haben wir es geschafft, durch eine kluge Regelung zu finden, die den Anteil der Frauen im Rundfunkrat erhöht. Aber, meine Damen und Herren, es geht ja nicht nur um die Politik, es geht auch um die Wirtschaft, es geht um Aufsichtsräte, es geht um alle möglichen Institutionen, um Jurys, die Preise vergeben. Auch hier ist es gut, wenn Frauen und Männer zu gleichem Anteil in solchen Gremien vertreten sind. Wir haben ja diese Quote mit 30% Frauen in Aufsichtsräten. Und da gab es am Anfang ziemlich viel Aufregung und die Meinung, es würde alles zusammenbrechen. Die Erfahrung zeigt, nichts ist zusammengebrochen. Wir haben eine bessere Durchmischung in den Aufsichtsräten, aber wir sind längst nicht am Ziel. Und meine Wunschvorstellung ist, dass es irgendwann einmal komisch ist, wenn Gremien nicht paritätisch besetzt sind. Und zwar so, dass wir es gar nicht verordnen müssen, sondern dass dann man fragt, wieso. Da sind mehr Männer als Frauen in dem Gremium. Das ist immer noch einen weiten Weg. Aber ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, dass es natürlich und selbstverständlich ist, dass Gremien paritätisch besetzt werden. Meine Damen und Herren, derzeit erleben wir etwas, was mich mit einer gewissen Sorge erfüllt. Denn manche der Vorurteile, die damals den Frauen vor der Einführung des Wahlrechts entgegenschlugen, scheinen bis heute nicht ausrottbar zu sein. So wurde den Frauen natürlich die Intelligenz abgesprochen, dass sie wählen können, aber es wurde ihnen auch eine natürliche Zuschreibung gegeben, nämlich eine natürliche Bestimmung, für Frauen und Haushalt zuständig zu sein und nicht in die Politik zu gehen oder in die Öffentlichkeit. Und das stimmt mich schon sehr bedenklich, wenn es wieder politische Strömungen gibt, die die traditionelle Familie in den Mittelpunkt stellen und die den Erhalt des Staatsvolkes sich
auf die Fahnen schreiben und das als ihre wesentliche Aufgabe betrachten. Dieses Frauenbild, meine Damen und Herren, wirft Frauen wieder in die Zeit des Nationalsozialismus zurück, als es untersagt war, den Frauentag zu feiern und die Frauen reduziert wurden auf ihre angebliche Rolle als Mütter und Familienfrauen. Und solchen Bestrebungen müssen wir alle gemeinsam entschieden entgegentreten. Sie zeigt, dass Frauen- und Menschenrechte aufs Neue verteidigt werden müssen. Und sie zeigt, dass wir es gemeinsam machen müssen, nicht nur die Frauen, auch die Männer. Gemeinsam müssen wir dafür eintreten, dass Frauen- und Menschenrechte immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen und gemeinsam auch vertreten werden müssen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin. Einen Gedanken möchte ich hier noch einbringen. Wir haben in der Vergangenheit ein sehr traditionelles Familienbild gehabt, das es Frauen lange Zeit auch untersagt hat, beruflich tätig zu sein. Das hat Nachwirkungen bis heute. Wir wissen, dass die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen immer noch da ist und groß ist. Das ist eine weitere Aufgabe, an der wir künftig arbeiten müssen. Ich glaube, das geht nur gemeinsam. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Wagner, ich empfinde das nicht als, wie soll ich das sagen, Zurücksetzung, dass ich als Mann heute etwas dazu sagen darf zur Wertschätzung der Durchsetzung des Frauenwahlrechts in Deutschland. Aber Sie wissen, ich habe einen großen Faible für Gesellschaftsgeschichte. Und wenn man sich das anschaut, wir hatten ja ein Jahr vorher schon die Durchsetzung des Frauenwahlrechts in Großbritannien. Da sind wir jetzt ein paar Tage drüber. Ich glaube, das war im Februar, als in Großbritannien die Frauen das erste Mal wählen und gewählt werden durften. Ein Jahr später war es dann hier in Deutschland so. Und wenn man weiß, wie am Ende die Durchsetzung des Frauenwahlrechts denn auch gelungen ist. Also in Großbritannien hat man 50 Jahre dafür gekämpft. 50 Jahre. Und natürlich hat historisch gesehen die besondere Situation des Weltkrieges eine große Rolle gespielt, als die Frauen in die Produktionsstätten gegangen sind, als die Frauen sich unersetzlich gemacht haben, als dann auch das Selbstbewusstsein noch stärker gewachsen ist, und nicht nur bei wenigen Frauen, die das als Speerspitze vorangetragen haben, sondern sich auch gesellschaftlich durchgesetzt hat. Dort haben solche Ereignisse eine große Rolle gespielt. Und darum ist es auch so, dass sozusagen Großbritannien und in Deutschland nach diesem großen Völkerring das Frauenwahlrecht gekommen ist. Das spielte damals eine wichtige Rolle und ist immer im historischen Kontext auch zu betrachten. Für uns in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es eine Frau, die eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Elisabeth Selbert ist eine Hessin. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte sie gerne einmal persönlich kennengelernt. Es muss eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, die es geschafft hat, in einer männerdominierten Versammlung, in der das Grundgesetz vorangetrieben worden ist, diese wichtigen Passagen auch durchsetzen zu können. Das war sicherlich etwas, was nicht einfach war, aber was eine ganz wichtige Ausprägung dieser neuen Republik geworden ist und auf die auch aufgesetzt worden ist. Meine Kollegin von den GRÜNEN hat eine sehr starke elitenorientierte Sicht auf die Frage des Frauenwahlrechts und der Frage der Gleichberechtigung gesetzt. Sie hat viel über Parlamente und Aufsichtsräte gesprochen. Ich will noch einmal etwas über die Gesellschaft sagen, die gesellschaftliche Entwicklung. Manchen ist das nicht klar. Ich glaube, jungen Frauen hier zum Beispiel ist es nicht klar, wie Gleichberechtigung in der Republik, in der Bundesrepublik überhaupt erst sich durchsetzen musste. Da ging es darum, dass im Juli 1958 ein Gleichberechtigungsgesetz im Deutschen Bundestag beschlossen wurde. Das hat ermöglicht, dass Frauen über ihr Geld selbst bestimmen durften. 1958, dass sie selbst über ihr Geld bestimmen durften, dass sie selbst ein Bankkonto einrichten durften.
Das ist jetzt nicht 100 Jahre her. Das ist jüngere Zeitgeschichte, würde man sagen. Und wenn einem klar wird, dass 1977 die Frauen, war vielleicht längst gängige Praxis oder es war gängige Praxis, aber 1977 die Frauen tatsächlich selbst entscheiden durften, ob sie arbeiten wollten oder nicht und nicht die Zustimmung des Mannes benötigt haben. Das ist für uns irgendwie auch in meiner Generation sehr weit weg, aber das ist die Rechtslage in Deutschland gewesen. Und ich glaube, darauf muss man auch hinweisen. Die Frage der Frauenrechte und der Frauenbewegung waren eigentlich immer zwei Pole. Das war einmal die juristische Gleichberechtigung, und der zweite Pol war immer die Frage der Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft. Das waren immer zwei ganz wichtige Bereiche, in denen die Frauenbewegung ihre Schwerpunkte gesetzt hat, also die Frage auch der Gewalt gegen Frauen. Und da ist 1997, das muss man sich einmal vorstellen, im Endeffekt, oder da ist es beschlossen worden, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Das muss man sich einmal klar machen. Gesellschaftlich waren wir weiter, aber juristisch sind sicherlich das besondere Punkte, die man herausstellen muss und die auch einen Blick auf die gesellschaftliche Auswirkung dieser Gleichberechtigungsdebatte, dieser Durchsetzung, dieses Kampfes, dieses immer wieder geführten Diskussionen hier in den Parlamenten und dann auch die Entwicklung in der Gesellschaft nachvollzogen wurden. Und wenn ich sage, dass sozusagen der letzte große einer der letzten Durchbrüche, die die juristische Ebene betroffen hat, 1997 war, der sieht auch, wie eigentlich aktuell diese Debatte ist und wie aktuell auch diese Debatte bleibt. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es gab ein historisches Ereignis, was den Durchbruch zum Frauenwahlrecht auch in Deutschland oder Großbritannien in Europa eigentlich gebracht hat, das war die Erfahrung, dass Frauen sozusagen in der Gesellschaft nicht zu entbehrlich sind. Sie haben in den Rüstungsbetrieben im Krieg gearbeitet. Es wurde deutlich, Frauen haben ihren Stellenwert in der Gesellschaft, und die Frauen haben das Selbstbewusstsein gewonnen, das auch einzufordern. Das war ein äußeres Ereignis, das das ausgelöst hat und auch durchgesetzt hat in einer männlich dominierten Gesellschaft. Und jetzt haben wir auch historisch gesehen oder in der Gesellschaft eine Entwicklung, die vielleicht auch Ähnliches bewirken wird, dass wir angewiesen sind und immer mehr Frauen das auch wollen und es auch einfach tun, dass sie eben berufstätig sind und sich voll einbringen in die Arbeitsabläufe, in die Wertschöpfung, dass sie arbeiten, Karriere machen wollen, dass sie sich verwirklichen wollen, dass sie auch ihren Beruf ausüben wollen und versuchen, die Familie in Einklang zu bringen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt dazu ist, zu akzeptieren, dass Familien in unserer Gesellschaft das gemeinsam bewältigen und dass die konfrontative Haltung zwischen den Geschlechtern, die in der Debatte einfach auch zwingend notwendig war, ein Stück weit sich auflöst, weil es auch immer mehr einfach gängig ist, in unserer Gesellschaft zu sagen, die Dinge, die früher vielleicht einfach bei der Frau abgeladen wurden, zu sagen Haushalt, Erziehung, Familie, dass das immer mehr auch in einer Partnerschaft, das muss keine Ehe sein, aber in einer Partnerschaft, in einem Zusammenleben, egal auch in welchen Geschlechtern, dass es dort einfach klar ist, dass man gemeinsam für diese Erziehungsauftrag und für diese Partnerschaft gemeinsam seine Leistung bringt und es nicht entscheidend ist, welches Geschlecht man hat. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist wirklich wichtig und in unserer Gesellschaft auch langsam, aber ich glaube, immer stärker ausgeprägt. Und darum sollten wir auch uns, wenn wir über die Frage der Gleichberechtigung Gedanken machen, die Reichweite von Gesetzen klar machen. Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, dass immer mehr Frauen arbeiten. Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, dass unsere Kinder immer länger in Einrichtungen sind. Es ist eine Entwicklung, und sie ist eine Chance für die Gleichberechtigung. Diese Herausforderung, dass wir als Gesellschaft das benötigen und die Frauen das auch immer stärker tun, wird mehr dazu oder mindestens genauso viel dazu beitragen wie Regeln und Gesetze, dass die Gleichberechtigung, die ja juristisch in vielen Bereichen schon vollständig oder die juristisch vollständig gegeben ist, dass die dann auch tatsächlich funktioniert, nicht an gläsernen Decken in unserer Gesellschaft endet. Das ist meine Hoffnung. Und darum ist es besonders wichtig, dass wir die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter konsequent vorantreiben und auch umsetzen.
Ich möchte noch einmal einen Aspekt auf den Bereich geben, der jetzt in dem Antrag hier nicht den Schwerpunkt gebildet hat, auf den ich hingewiesen habe, der in der Frauenbewegung immer eine Rolle gespielt hat. Also die Frage der Gleichberechtigung, aber auch das Thema Gewalt gegen Frauen. Und da haben wir eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, wo wir wieder hinschauen müssen. Da müssen wir deutlich machen, dass die Errungenschaften, die wir in unserer Gesellschaft als selbstverständlich empfinden, auch für alle in der Gesellschaft gelten, die hier leben, dass wir da auch klar Farbe bekennen. Es gibt Bereiche, in denen wir keine Toleranz üben dürfen. Und das ist die Frage, ob Frauen denselben Stellenwert in unserer Gesellschaft haben oder nicht. Und auch da müssen wir, ohne irgendwelchen Populismus hinterherzulaufen, ganz klar als Gesellschaft, als Parlament und überall in der Zivilgesellschaft dagegenhalten. Und ich glaube, ich bin sicherlich nicht der einzige Abgeordnete, der diese Beispiele vorgetragen bekommt. Und da dürfen wir nicht aus falsch verstandener was auch immer wegschauen, sondern da müssen wir klar Farbe bekennen und müssen die Frauen unterstützen, die dann auch sagen, nein, das akzeptiere ich nicht, da stelle ich mich entgegen und da halte ich dagegen. Da darf es keine falsche Toleranz geben. Das ist eigentlich das, was ich noch zufügen möchte an diesem Antrag, den wir für gut und unterstützenswert halten. Darum vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, hier diese gesellschaftliche Entwicklung noch einmal nachzuzeichnen und auch unsere Wertschätzung für die Leistung der Gleichberechtigung in unserer Republik noch einmal darzulegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin auch sehr froh, dass wir hier heute über dieses Thema reden können. Denn es ist ein Grund für uns alle, für die gesamte Gesellschaft, sich zu freuen, dass sie die Entwicklung es dazu gebracht hat, dass wir ein Frauenwahlrecht haben seit nunmehr 100 Jahren, dass wir es in Europa nicht seit 100 Jahren, aber jetzt doch überall haben. Es hat ja in manchen Ländern noch ziemlich lange gedauert, dass es mutige und starke Frauen gegeben hat, die dafür gekämpft haben. Und dass es immer wieder auch mutige und starke Frauen gibt, die sich für Frauen und ihre Interessen einsetzen. Aber wir brauchen, glaube ich, noch eine Menge mehr, als nur an einem Tag wie heute mit freundlichem Beifall zur Kenntnis zu nehmen, dass wir dieses Wahlrecht haben. Denn wenn wir Gleichberechtigung mit Leben füllen wollen, dann ist es mehr als eine Form abzuarbeiten. Und die Form ist erledigt. Wir haben das Wahlrecht. Wie sieht aber die politische Realität im Alltag aus? Wie sieht sie aus für Frauen? Und wie sieht sie aus in den Parlamenten, in den Kommunen, im Bundestag, in den Landtagen? Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir schon noch eine Menge Arbeit vor uns. Und ich sage in diesem Fall bewusst wir, weil wir alle die Situation erleben, tagtäglich, aber als gegeben hinnehmen, wir haben ja Frauen und damit ist das Ding erledigt. Aber wenn wir uns anschauen, wie der Anteil der Frauen aussieht und dass er zu unserem hoffentlich aller Entsetzen in der Bundesrepublik sogar rückläufig ist, gerade im Bundestag kann man das aktuell sehr genau sehen, dass wir hier auf der Regierungsbank durchaus ein gerüttelt Maß an männlichem Übergewicht haben. Wie ist Ihnen gebührt, Herr Minister? Ein gerüttelt Maß an männlichem Übergewicht haben? Na, zumindest sind jetzt. Ich wusste. Bitte etwas Ruhe wieder. Ich wusste doch, dass an dieser Stelle alle aus dem Suppenkoma erwachen. Ich weiß, dass die einen Hunger haben und sich kaum konzentrieren können und die anderen gerade essen waren und es deshalb kaum können. Trotzdem glaube ich, wäre es schön, wir würden uns für diese Debatte ein bisschen zusammenreißen. Also wir haben eine Situation, in der wir genau hingucken müssen, was passiert gerade, was ist in den letzten Jahren passiert und was passiert gerade. Wie machen wir eigentlich Politik? Und Politik ist nach wie vor männlich. Egal, wie viele Frauen wir da aktuell haben, wenn wir uns die Debattenkultur anschauen, die ist männlich. Wenn wir uns die Art und Weise anschauen, wie
Parteien organisiert sind, die ist männlich. Wenn wir uns anschauen, wie Kreisverbände organisieren, das ist eine sehr männliche Art, es zu tun. Man macht es in Sitzungen mit einem strengen Reglement, man macht es mit Abstimmungen, mit Mehrheiten, mit verloren, gewonnen. Die Minderheiten haben Pech gehabt. Häufig ist der Ton rau. Hier ist der Ton ganz oft rau. Stell mir vor, wenn Frau sich das anguckt von draußen, dann wird hier ist der Ton ganz besonders rau, weil ehemalige Minister dazwischen brüllen, wenn Frauen reden. Dann müssen wir uns doch einmal überlegen, was das auf Frauen für einen Eindruck macht und ob das nicht sehr abschreckend ist. Und ich weiß von vielen Männern auch, aber vor allen Dingen Frauen, die sagen, ich erlebe Formen von Missachtung, Diskreditierung, nicht erfolgreich sein in meinem Berufsleben, in meinem sonstigen Umfeld. Da muss ich das aushalten, weil ich da meine Brötchen verdiene. In meiner Freizeit möchte ich gerne etwas machen, wo ich Anerkennung erfahre, wo es mir Spaß macht und wo es mir gut damit geht. Das muss ich dann nicht wiederholen, indem ich zu einer Parteisitzung gehe. Herr Bellino, auch wenn Sie ausnahmsweise einmal den Mund halten können, wäre schön. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Das genau, Herr Bellino, beschreibt, was ich meine. Sie sind das Paradebeispiel für einen Mann, der Frauen abschreckt, sich an Politik zu beteiligen, weil dazwischen brüllen, diskriminierend und diskreditierend sein, ist Ihre Stärke. Das ist aber leider Ihre einzige Stärke. Toleranz, Akzeptanz, annehmend sein, fördernd sein, das alles geht Ihnen komplett ab. Das ist das, was ich meine mit, es ist eine männliche Art, Politik zu machen, und die führt dazu, dass wir hier einen Frauenanteil haben, der eben nicht 50% beträgt, dass wir da draußen einen Anteil von Frauen haben, die sagen, wir haben darauf keine Lust, dass wir Kommunen haben, in denen wir kaum mehr, manchmal gar keine Frauen zu sitzen haben, weil auch dort Männer wie Sie sitzen, die Frauen niederbrüllen. Das genau ist das Gegenteil von emanzipatorischer Politik. Das Gegenteil. Und solange wir dieses Gegenteil hier leben und es auch dulden, so lange wird es auch so bleiben, dass wir einen Schnitt von roundabout 20, 25, 30% Frauen in den Parlamenten haben, weil wir eine Art haben, damit umzugehen, die eben nicht dafür förderlich ist, dass Frauen sich beteiligen. Und es ist heute schon mehrfach darauf hingewiesen worden, wir haben es außerdem noch mit einer Partei am rechten Rand zu tun, die eine echte Männerwirtschaft betreibt. Ich finde das ganz, ganz schlimm und sehr erschreckend, drückt auch den Schnitt im Bundestag noch einmal deutlich runter. Und wir müssen gucken, dass wir das wirklich immer wieder auch entlarven, dass wir deutlich machen, was dort für ein Frauenbild herrscht und was dort für ein reaktionäres Familienbild herrscht, und dass das niemals das Frauen- und Familienbild dieser Gesellschaft sein kann. Wir müssen für uns selber darauf achten, dass wir uns überlegen, wie schaffen wir Beteiligungsformen? Warum ist Politik so, dass sie so wenig Beteiligungsformen insgesamt schafft, dass die Hürden so hoch sind, dass Menschen sich einbringen können und dass Menschen sich auch dauerhaft einbringen wollen? Es ist immer mehr so, dass Menschen sich an punktuellen und zeitlich begrenzten Dingen beteiligen, die sie interessieren, und nicht mehr auf die lange Frist in die Politik gehen. Wir müssen hinschauen, warum das so ist und wie wir unsere Veranstaltungen gestalten, die wir allesamt machen, damit es auch attraktiv für Frauen ist. Warum finden Versammlungen von Parteien regelmäßig am frühen Abend statt, eine klassische Zeit, in der Frauen mit Familienarbeit gebunden sind? Warum ist es am Samstagnachmittag eine klassische Zeit für Familie, die den Familien dann entfällt? Das ist aber bei ehrenamtlicher Arbeit nun einmal so. Und wenn dann die Abwägung getroffen werden muss, wie schaffe ich Familie, Berufstätigkeit und mein Hobby unter einen Hut, dann fällt das häufig hinten runter. Das schafft dann ein Klima, in dem Frauen eben nicht auch in die Positionen reinkommen, dort tatsächlich einflussreich tätig zu sein. Da sind wir alle gleichermaßen gefordert. Und man sieht natürlich, dass die Parteien, die eine Quote haben, einen deutlich höheren Frauenanteil haben. Weil wenn die Quote wie im Bund auch dazu führt, dass die Listen überwiegend von Frauen geführt werden, dann kommen dadurch mehr Frauen auch in den Bundestag. Nur die Grünen und die Linken haben mehr Frauen als Männer im Bundestag, weil ihre Listen von den Frauen geführt werden. Und da es sich natürlich über Listen generiert, ist es dann deutlich so, dass es eben mehr Frauen als Männer geben kann. Das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss.
tut man das tatsächlich, und zwei Parteien tun es und zeigen, dass sie damit den Anteil an Frauen deutlich erhöhen. Die anderen Parteien sind aufgefordert, dem zu folgen. Denn dann schafft man tatsächlich eine Veränderung. Wenn wir die Räume für Frauen schaffen, weil wir sie schaffen wollen, dann finden sich auch die Frauen dafür. Aber auch diese Aufgabe ist mühsam. Die Quote ist kein Selbstzweck. Sie ist eine Aufforderung zum Handeln, und zwar zum Handeln im ganzen Jahr und in dem alltäglichen Umgang miteinander und in den alltäglichen Arbeitsweisen, wie wir sie an den Tag legen. Und in diesem Sinne denke ich, wir müssen dringend an dem Umgang miteinander, an dem Finden und Ringen um die richtigen Lösungen arbeiten und uns überlegen, ob der Stil, der hunderte Jahre lang Politik prägend war, tatsächlich der Stil der Politik der Zukunft ist. Ich habe daran große Zweifel. Und wenn wir Frauen mehr dazu gewinnen wollen, dann müssen wir unseren Politikstil infrage stellen, müssen unsere Beteiligungsformen auf den Prüfstand stellen, müssen unseren demokratischen und korrekten Umgang miteinander überprüfen. Und in diesem Sinne haben wir alle eine Aufgabe, und es sollte länger als wieder 100 Jahre dauern, bis wir zu deutlichen Fortschritten kommen. Denn in der kürzer, Entschuldigung, natürlich. Denn in der Frauenfrage kann man eindeutig feststellen, dass der Fortschritt an vielen Stellen eine Schnecke ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Ravensburg von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass der Setzpunkt unserer Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN uns heute die Gelegenheit gibt, noch rechtzeitig vor dem Weltfrauentag am 8. März über unseren gemeinsamen Antrag zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern hier im Landtag zu debattieren. Liebe Frau Kollegin Gnadl, ich freue mich, ja, dass Sie so gespannt sind auf meine Rede, dass Sie lange mit der Abgabe Ihres Zettels zur Rede gewartet haben, um meiner Rede zu lauschen. Das freut mich sehr. Denn ich möchte in meiner Rede besonders darauf aufmerksam machen, dass 2018 für die Frauen ein ganz besonderes Jahr ist, nämlich ein Jubiläumsjahr, wo wir auf 100 Jahre Frauenwahlrecht aufmerksam machen wollen. Erst 100 Jahre ist es eben her, dass das Frauenwahlrecht, das aktive und das passive, in Deutschland beschlossen wurde. Vorausgegangen, das haben die Vorredner schon erwähnt, war ein langer Kampf der mutigen Frauen, um bereits vor dem Ersten Weltkrieg den Weg dafür zu schaffen. Damit war aber Deutschland immer noch eines der ersten Länder, die das Frauenwahlrecht beschlossen haben. Und fast unglaublich, will mal daran erinnern, war es ja, dass die Schweizer Männer auf Landesebene erst 1971 das Frauenwahlrecht beschlossen haben, und Liechtenstein war gar noch später, nämlich erst 1984. Nach dem Ersten Weltkrieg war es eben im Jahr 1918 ein ganz unglaublicher Schritt zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen und am politischen Leben für die Frauen, als das Wahlrecht kam. Es war ein entscheidender, aber es war eben kein abschließender Schritt. Viele Fortschritte und ich sage eindeutig auch Rückschritte, wie im Dritten Reich, sind in den letzten 100 Jahren erfolgt, und wir haben immer noch weitere Schritte zu gehen. Aber 2018 ist nicht nur das Jubiläumsjahr für das Frauenwahlrecht, sondern in diesem Jahr soll auch die Reform der hessischen Verfassung erfolgen. Ich begrüße ausdrücklich, dass die Verfassungsenquete, die schaue Kollegen Banzer mal an, den Gleichheitsgrundsatz von Frauen und Männern analog zum Grundgesetz jetzt vorschlagen. Und dabei will ich nicht verschweigen, dass es auch Kritiker gibt, die die geplanten Verfassungsänderungen kleinreden wollen. Aber diese Kritik, die weise ich ganz scharf zurück. Ich will das auch am Beispiel des Gleichheitsgrundsatzes begründen. Die Verankerung des Gleichheitsgrundsatzes für Frau
und Mann ist doch viel mehr als nur ein Nachvollziehen eines bereits Selbstverständlichen in der Hessischen Verfassung. Nein, diese Verfassungsänderung ist ein ganz wichtiges Zeichen, ein Signal für die Frauen in unserem Bundesland. Ich will das auch ausdrücklich so sagen, auch als Zeichen für diejenigen Frauen und Männer, die neu als Flüchtlinge in unser Bundesland gekommen sind, und auch als Zeichen für diejenigen Parteien, die ein rückwärtsgewandtes Frauenbild propagieren und damit den Frauen einen Bärendienst erweisen. Und lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle an die Anfänge der Hessischen Verfassung vom 29. Oktober 1946 erinnern. Kollege Heinz hat mich noch darauf aufmerksam gemacht. Am 1. Dezember 1946 wurde dieses Gesetz in Kraft gesetzt, die Verfassung. Die Verankerung der Gleichberechtigung war damals in der Umbruchsphase nach dem Krieg im Nachkriegsdeutschland überhaupt noch gar nicht denkbar. Erst die Hessin Elisabeth Selbert und auch ihre Mitstreiterinnen haben es durchgesetzt, den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz zu verankern. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ist im Artikel 3 Absatz 2. Dann im drei Jahre später, also nach der Hessischen Verfassung, beschlossenen Grundgesetz verankert. Ja, Herr Schäfer-Gümbel, und ich sage ausdrücklich auch, es war eine Sozialdemokratin. Aber es war auch eine Frau natürlich, die an der Spitze der Frauenbewegung stand. Die Frauen, die mit Wäschekörben voller Postkarten friedlich den Prozess unterstützt haben. Und sie fanden auch Mitstreiterinnen im Parlament. Und da darf ich auch eine Christdemokratin mit Helene Weber erwähnen. Was aber dann zunächst gar nicht denkbar war, das geschah, denn der Gleichheitsgrundsatz wurde anschließend einstimmig angenommen. Und auch viele weitere Schritte für die Gleichstellung der Frauen in der Politik, die mussten in dieser Folge dann erst errungen werden. Und da will ich noch ein weiteres Beispiel nennen. Denn es war eine weitere Hessin, die Vorreiterin war. Ich meine die Wiesbadener Bundestagsabgeordnete Elisabeth Schwarzhaupt, die 1961, Herr Rock hat es erwähnt, als erste weibliche Bundesministerin die Männerriege in der Bundesregierung aufgebrochen hat. Entschuldigung, aber das darf man so als Frau heute mal sagen. Denn es war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur ersten Bundeskanzlerin, nämlich zur Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und darauf sind wir alle hier stolz. Dass Gleichberechtigung von Mann und Frau aber auch heute keineswegs selbstverständlich ist, zeigen uns leidvoll Entwicklungen in vielen Ländern dieser Erde. Aber auch in Deutschland ist es wichtig, auf Gleichberechtigung und Freizügigkeit für Frauen immer wieder aufmerksam zu machen. Und deshalb wollen wir diese 100 Jahre Frauenwahlrecht auch in Veranstaltungen und Dokumentationen hierfür nutzen. Und deshalb möchte ich die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und, das haben wir in unserem Antrag extra aufgeführt, das Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel nennen, die auch unterstützt durch das Hessische Sozialministerium eine Dokumentation und auch eine Ausstellung vorbereiten. Und ich lade Sie alle dazu ein, sich diese Ausstellung in diesem Jahr auch anzuschauen. Denn der Weg der war lang und ist nicht zu Ende. Doch jetzt erleben wir eine selbstbewusste Generation an jungen Frauen, die die Gleichberechtigung auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen genauso wie in ihrer Partnerschaft ganz selbstverständlich einfordern. Und das ist gut. Sie gehören zu einer Generation von Frauen, die sind gut ausgebildet, sie sagen Ja zu Beruf und Familie, und sie wollen selbst bestimmen, ob und zu welchem Zeitpunkt sie mehr Wert auf den Beruf oder mehr auf die Familie Zeit legen und wie sie die Kindererziehung gemeinschaftlich mit ihrem Ehemann oder Partner organisieren wollen.
Die Umsetzung des Rechtsanspruchs für den Kindergarten und den Krippenplatz, aber auch die Gleichberechtigung in der Arbeitswelt, das sind unabdingbare Forderungen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss selbstverständlich werden. Und doch zur Wahrheit gehört auch, das beklagen wir immer noch, dass Hessen mit 14,1 % durchschnittlicher Lohnunterschied zwar noch nicht am Ziel ist, aber wir sind besser als der Bundesdurchschnitt. Doch was sagt uns ein Durchschnittswert? Wir sind deshalb sehr dankbar, dass eine gründliche Analyse im Hessischen Lohnatlas uns aufzeigt, in welchen Branchen und in welchen Regionen noch Handlungsbedarf besteht. Hier sind wir in Hessen Vorreiter. Ich finde, das ist auch eine wichtige Information für die Frauen in Verhandlungen mit ihren Arbeitgebern. Sie sollten selbstbewusst rangehen, und sie sollten auch den Finger in die Wunde legen. Meine Damen und Herren, mit Elan und Engagement sollten wir in diesem Jahr in Hessen auf 100 Jahre Frauenwahlrecht aufmerksam machen. Wir sollten die große Bedeutung der Hessischen Verfassung und der in ihr verankerten Rechte öffentlich machen und dafür werben für die Verfassungsänderung. Wir sollten alle daran arbeiten, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land entsprechend zu informieren. Wir sollten ihnen sagen, dass Demokratie davon lebt, dass die Bürgerinnen und Bürger am 28. Oktober auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, um nicht nur den Hessischen Landtag zu wählen, sondern auch um abzustimmen über die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen, wie eben dem Gleichheitsgrundsatz von Männern und Frauen. Und wenn das so wäre und wir eine große Beteiligung hätten, dann könnten wir alle heute im nächsten Jahr zufrieden sein. Gleichberechtigung in Frauen gehört zu einem wichtigen Grundrecht, wo wir alle gemeinsam darum kämpfen sollten. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Gnadl von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Hier liegt noch ein Zettel von Frau Ravensburg. Ich lasse es mal hier liegen. Ja, vorlesen wollte ich ihn jetzt nicht. Frau Präsidentin, meine Herren und Damen! Aus Anlass der heutigen Debatte wollte ich diese Anrede verwenden, die Marie Juchartz als erste Frau in der Nationalversammlung am 19.02.1919 gesprochen hat und die damals zu großer Heiterkeit geführt hat. Zumindest wurde dies auch im Protokoll damals vermerkt. Der Kampf der Frauen von damals um das Frauenwahlrecht ist und bleibt Verpflichtung für uns alle, in unserem Kampf nicht nachzulassen und weiterzukämpfen, bis wir die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau erreicht haben. Das Frauenwahlrecht musste gegen harte Widerstände erkämpft werden. Die Frauenrechtlerin Olympe de Gouges verfasste die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin und wurde für ihren Einsatz schließlich enthauptet. Als Sozialdemokratin kann ich mit einem gewissen Stolz sagen, dass es zur Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland gekommen ist, ist vor allem Dingen auch der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie zu verdanken. Seit der Jahrhundertwende trieb die SPD die Idee des Frauenwahlrechts maßgeblich mit voran. Während sich die bürgerliche Frauenbewegung auf die Forderung eines eingeschränkten Frauenwahlrechts beschränkte, kämpfte die SPD von Anfang an für die komplette Gleichstellung, allen voran die damalige Frauensekretärin Clara Zetkin. Am 30. November 1918 trat das Reichswahlgesetz in Kraft. Dass das eigentlich nur
die Umsetzung einer langen Selbstverständlichkeit war. Darauf verwies auch Marie Juchat in ihrer ersten Rede vor der Nationalversammlung. Ich möchte das gerne zitieren. Ich möchte hier feststellen, dass wir Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen das gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden war. Bei der Wahl im Januar 1919 gaben 82% der wahlberechtigten Frauen ihre Stimme ab. 82% Wahlbeteiligung der wahlberechtigten Frauen, das wünsche ich mir auch heute. Ich glaube, dann sehe auch einiges anders aus in der Politik. Und gerade in einer Zeit, in der wir auch wieder mit frauenpolitischen Rückschritten zu kämpfen haben, denken wir z.B. an die rechtspopulistischen Parteien, die stärker werden und die ein Frauenbild aus der Nazizeit vertreten. Heute sieht der Frauenanteil in den deutschen Parlamenten besser aus, als das damals noch in der ersten Nationalversammlung der Fall war. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Drittel Frauenanteil unter den Abgeordneten in diesem Haus, das ist auch heute noch nicht die Hälfte der Macht. Und der Frauenanteil in diesem Haus ist auch sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Fraktionen hier im Haus. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Ausdruck dafür, wie intensiv die Bemühungen in den eigenen Reihen sind, für einen größeren Frauenanteil zu sorgen. Im neu gewählten Deutschen Bundestag liegt der Frauenanteil sogar noch etwas tiefer, bei 31%, und er ist zurückgegangen. Das liegt natürlich auch daran, dass mit der AfD eine Partei in den Bundestag eingezogen ist, die lediglich einen Frauenanteil von 11% in ihren Reihen hat. Ich finde, das sagt sehr viel über das Gesellschafts- und Frauenbild der AfD aus. Der Kampf um Gleichberechtigung war und ist mit der Einführung des Frauenwahlrechts nicht beendet. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Verankerung der Gleichberechtigung von Mann und Frau im Grundgesetz erkämpft werden. Auch hier war es mit Elisabeth Selbert, wieder eine Sozialdemokratin und dazu noch eine hessische Sozialdemokratin, die die Verankerung des Artikel 3 im Grundgesetz erwirkt und erkämpft hatte. Und erst 1994 findet sich in diesem Artikel auch der Auftrag, dass der Staat auf die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und die Beseitigung weiterhin bestehender Benachteiligung hinwirken soll. Bis Ende der 50er Jahre bestand das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns in Ehe- und Familienangelegenheiten. Es sollte bis 1977 dauern, bis unter der damaligen sozialliberalen Koalition durchgesetzt wurde, dass Frauen ihren Ehemann eben nicht mehr um Erlaubnis fragen müssen, wenn sie berufstätig sein wollen. Und das, was uns heute als selbstverständlich erscheint, auch das musste hart von vielen Frauen erst erkämpft werden. Ich würde mir wünschen, dass in einigen Jahren in Sachen Gleichberechtigung weitere Dinge als selbstverständlich angesehen werden können, die eben heute noch im Argen liegen. Dass etwa der Anteil der Frauen in Parlamenten paritätisch, dass wir in den Parlamenten eine paritätische Besetzung bekommen, dass auch im Arbeitsalltag der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit endlich erreicht sein wird und die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern geschlossen werden kann. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil die Regierungsfraktionen hier in ihrem Antrag darauf hinweisen, aus meiner Sicht
reicht der Hessische Lohnatlas eben nicht aus, weil hier nur die Vollzeitstellen miteinander verglichen werden und das nicht ein Bild der tatsächlichen Wirklichkeit darstellt und vor allen Dingen, weil die Landesregierung bisher keine Konsequenzen aus den Daten des Hessischen Lohnatlases zieht. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in einigen Jahren endlich auch oder in kürzester Zeit endlich auch tatsächlich gebührenfreie Kitas bekommen, und zwar ganztägig. Denn nur 6 Stunden, das führt einfach an der Lebensrealität völlig vorbei. Hier setzen Schwarz-Grün auf ein überkommenes Familienbild, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich würde mir wünschen, dass wir Kampagnen wie MeToo in Zukunft nicht mehr brauchen werden. Denn die sind ein Ausdruck davon, dass Männer noch Macht über Frauen durch Vergewaltigung und sexuelle Belästigung ausüben. Ich würde mir wünschen, dass die Führungspositionen in unserer Gesellschaft und auch in der Wirtschaft gleich stark mit Frauen und Männern besetzt sind. Ich möchte daran noch einmal erinnern, dass es Manuela Schwesig war, die auch unter erbittertem Widerstand darum gekämpft hat, dass wir jetzt eine 30-%-Quote für die Aufsichtsräte der DAX-Konzerne eingeführt wurde. Ich würde mir wünschen, dass wir eben auch die paritätische Besetzung in der Politik durchgesetzt wird. Wenn man sich hier das Kabinett anschaut im Hessischen Landtag, dann sieht man, dass das noch lange nicht erreicht wird, wenn von 11 Kabinettsmitgliedern nur 3 weiblich sind. Das ist noch viel im Vergleich auch zur marginalen Frauenanteil beispielsweise auf der Ebene der Abteilungsleiterstellen in den hessischen Ministerien, wo es nach wie vor auch in Ministerien auf der Ebene der Abteilungsleiterstellen frauenfreie Zonen gibt, wie beispielsweise im Finanzministerium, im Wirtschaftsministerium und im Innenministerium. Und das, obwohl seit 2014 5 neue Stellen dort besetzt wurden. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist aus unserer Sicht beschämend. Hessen braucht endlich eine Landesregierung, die eben den öffentlichen Dienst auch wieder zum Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung macht. Denn die Gleichberechtigung der Geschlechter, das ist und bleibt eine Führungsaufgabe, solange sie von der Spitze, dem Ministerpräsidenten, dem Kabinett nicht gewollt und vollständig auch gelebt wird, so lange kann es auch keinen echten frauenpolitischen Aufbruch in Hessen geben. Und dazu gehört, dass wir ein hessisches Gleichberechtigungsgesetz bekommen, das diesen Namen auch verdient. Denn die bisherigen schwarz-grünen Veränderungen zeigen eben keine Wirkung in Hessen. Es muss noch viel passieren. Nach 19 Jahren Stillstand und Rückschritt in Hessen brauchen wir in Sachen Gleichberechtigung endlich auch wieder Fortschritt und Aufbruch. Die SPD, Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Die SPD, und ich habe eine Reihe von Beispielen heute aufgezählt, ist die Partei, die in den vergangenen 155 Jahren immer für Gleichberechtigung gekämpft hat. Das ist eine Tradition, auf die wir auch stolz sind und die uns gleichzeitig auch für die Zukunft verpflichtet. Und dabei geht es eben nicht nur um feierliche Reden zum Bestehen des 100-jährigen Frauenwahlrechts, sondern es geht um einen engagierten Einsatz in Sachen Gleichberechtigung 365 Tage im Jahr. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Grüttner. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dass das Jahr 1918 ein wesentlicher Punkt gewesen ist oder ein wesentliches Datum gewesen ist, ist uns, denke ich, hinreichend deutlich geworden. Der Beschluss des Rates der Volksbeauftragten vom 12. November 1918 mit der Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen war ein Schritt, der dann letztendlich dazu führte, dass man schon zurückschauen kann auf ein solches Datum, meines Erachtens auch muss, ohne die aktuellen Herausforderungen aus dem Blick zu verlieren.
und ohne darüber nachzudenken, wie weit der Weg gewesen ist, um letztendlich auch die Fragestellungen von Gleichberechtigungen immer wieder und neu zu diskutieren. Insofern ist diese Debatte schon ein guter Anlass, all diejenigen Frauen zu würdigen, die unter schwierigen Bedingungen als Revolutionärinnen, als Politikerinnen der ersten Stunde, als erste Akademikerinnen und Akademiker oder Inhaber eines sogenannten Männerberufes die Grundsteine für die Gleichberechtigung in Deutschland gelegt haben. Sie wirkten letztendlich politisch und institutionell und im praktischen Leben für die gleichberechtigte Mitbestimmung in allen Politikbereichen, für die Schaffung gleichberechtigter Zugänge zu Bildung, Arbeit und Kultur, für einen Wandel überkommener Geschlechterrollen, für eine neue Sexualmoral, für das Recht der Selbstentfaltung und Selbstbestimmung, auch in der Ehe und in der Familie. In Kassel befindet sich genau diejenige Institution, an der viele mutige Pioniere der ersten deutschen Frauenbewegung im Zeitraum von 1848 bis 1933 wachhält und die überlieferten historischen Dokumente sammelt, systematisiert, erforscht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, nämlich das Archiv der deutschen Frauenbewegung. Das ist eine einmalige Einrichtung, und wir können stolz darauf sein, dass die in Hessen beheimatet ist. Und dass mutige Frauen wie beispielsweise Bertha Pappenheim, Maria Birnbaum, Else Hattemer, Else Alken, Lilli Pringsheim, Anna Rauch, Juli Hererus oder Cecilie Schäfer, und diese Auflistung ist, weiß Gott, nicht vollständig, dank dem Archiv und seiner engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Vergessenheit geraten sind. Insofern ist es gut, wenn im August die entsprechende Ausstellung eröffnet wird in Frankfurt. Sie wird bis zum Mai nächsten Jahres, bis zum Januar nächsten Jahres zu sehen sein im Frankfurter Historischen Museum. Diese Ausstellung ist bundesweit einmalig. Ich hoffe, dass viele der Einladung von Frau Ravensburg folgen, diese Ausstellung auch zu sehen. Und natürlich, und das ist auch deutlich gemacht worden, zu diesen Pionieren gehört Elisabeth Selbert. Ich habe die Ehre, den Elisabeth-Selbert-Preis, der mit 10.000 € dotiert ist, auszuhändigen und zu verleihen, und habe auch die Ehre, in Vorbereitung einer solchen Preisverleihung mit Frauen mehr oder minder als einziger Mann an dieser Stelle als Jury die Leistungen zu würdigen, die die Vorgeschlagenen alle erbracht haben, um dann letztendlich Preisträger auch auszeichnen zu können. Und an dieser Stelle sieht es, wie viele heute es noch engagierte Mitbürgerinnen, aber in der Zwischenzeit auch Mitbürger gibt, die an der Verwirklichung der Gleichberechtigung, da wissen wir, dass wir daran noch zu arbeiten haben, mitwirken und welche Leistungen dort erbracht werden. Und ich finde immer wieder dann auch bei einer solchen Preisverleihung einen Blick in das Leben von Elisabeth Selbert in der Tat ein beeindruckendes Leben ist. Und wenn man sich vorstellt, dass sie als praktisch einzige Frau zugelassen worden ist, als Rechtsanwältin, als letzte Zulassung, bevor die Nationalsozialisten tatsächlich alles an dieser Stelle verändert haben, und dass in der Familie selber das scheinbar das erste Arbeitsteilige gewesen ist, dass die Frau gearbeitet hat und der Mann sich um die Familie gekümmert hat und die Kinder gekümmert hat, sieht man, dass was damals eigentlich noch als außergewöhnlich dargestellt worden ist, in einem längeren Zeitabfolge bis zum heutigen Tag auch in den Einstellungen bei uns, bei allen, die wir heute aktiv sind, sich geändert hat. Und wenn vor 20 Jahren der Mann noch belächelt worden ist, der Familienarbeit gemacht hat, dann ist das heute nicht mehr der Fall. Auch das ist ein Stück weit, was Frauen erkämpft haben, das ist ein Stück weit gelebte Gleichberechtigung, meine Damen und Herren. Und an diesen Stellen müssen wir auch weitermachen. Wir haben nach wie vor noch Ungerechtigkeiten. Ich versuche noch einmal zu erklären, warum der Lohnatlas schon aufzeigt entsprechende Unterschiede und warum man sozialversicherungspflichtige Verhältnisse genommen hat und keine Teilzeitverhältnisse, weil man dann einen tatsächlichen, ordentlichen Vergleich hinbekommt zwischen Männern und Frauen. Und wenn gefragt wird, was gemacht wird, in Regionalkonferenzen mit den Sozialpartnern, aber auch in den Gesprächen mit den Unternehmerverbänden, mit den Gewerkschaften, ist schon sehr viel auf den Weg gebracht worden, auch in Veranstaltungen vor Ort. Warum ist hier der Unterschied größer? Was können wir vor Ort dafür tun? Und wenn hier so nett gefragt wird, was tut denn die Landesregierung, wiederum der Verweis, Herr Decker würde wahrscheinlich jetzt applaudieren, auf die Tarifautonomie.
Dort, wo die Fragestellung von Lohngleichheit besteht, das ist in der öffentlichen Verwaltung. Wir können uns über die Fragestellungen von Führungspositionen und anderem unterhalten. Aber Lohngleichheit als einzige Branche in Anführungszeichen ist der öffentliche Dienst, weil dort Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Und dort haben wir eine eigene Möglichkeit zur Gestaltung. Bei den anderen können wir nur unterstützend tätig sein. Insofern, dieser Lohnatlas bietet das. Wir haben die Hessischen Unternehmerinnentage, bislang 16 an der Zahl. Der letzte hat im Oktober in Frankfurt stattgefunden. Den haben wir gefördert, genauso wie die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft. Das ist ein breites Netzwerk selbstständiger Frauen. Wir fördern den Verein Social Business Woman, der den Wiedereinstieg oder die Existenzsicherung ermöglicht. Zu den weiteren Maßnahmen in Hessen gehört die Förderung des Archivs Frauen und Musik. Wir fördern das mit 40.000 €, damit auch das musikalische Erbe von Frauen ein besseres im wahrsten Sinne des Wortes Gehör findet, dass es erforscht und dass es gepflegt werden kann. Wir stellen 300.000 € aus dem Landeshaushalt für die Förderung eines Frauenfilmfestivals zur Verfügung, damit das filmische Erbe von Frauen besser sichtbar wird. Und die Hessische Landesregierung hebt damit ausdrücklich auch die Gestaltungskraft von Frauen im Film- und Medienbereich hervor. Insofern sehen Sie, wir arbeiten täglich daran. Wir sind nicht fertig. Das hat auch keiner behauptet. Aber wer das Ziel aus den Augen verliert, der wird auch die notwendigen Schritte nicht mehr gehen. Manchen gehen sie nicht schnell genug, manchen vielleicht zu schnell. Ich denke, die Landesregierung, die sie tragenden Fraktionen, haben die richtigen Schritte eingeleitet, damit Gleichberechtigung peu à peu und Schritt für Schritt vollständig umgesetzt wird. Vielen Dank, Herr Minister Grüttner. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache beendet. Mir ist mitgeteilt worden, dass der Entschließungsantrag nicht sofort abgestimmt werden soll, sondern in den SIA verwiesen wird. Dann verfahren wir so. Damit sind wir am Ende der Vormittagssitzung angekommen. Und ich unterbreche die Plenarsitzung bis zum vereinbarten Ende der Mittagspause. Um 14:30 Uhr sehen wir uns hier wieder.